Lächeln. Guten Morgen. Heute wollen wir eine der bekannten Filialen von Sun Life Organics besuchen. Eine davon befindet sich bei der Universität von Südkalifornien. Unser Auto parken wir in einer Parkgarage beim berühmten Schrein-Auditorium. Hier finden immer wieder Konzerte statt. Heute wird gerade eine Bühne abgebaut. Über die 32. Straße West geht es Richtung Hoover Street, vorbei am katholischen Center Our Savior Parish. In der Hoover Street, knapp vor der Universität von Südkalifornien, befindet sich eine Filiale der Kette Trader Joe, vergleichbar mit unseren Hoover-Filialen. Hier kann man recht günstig einkaufen und vor allem findet man auch einige europäische Produkte hier. Wir versorgen uns hier mit Wasser und Brot und einigen anderen Nahrungsmitteln. Das Ganze schleppen wir dann noch zurück zu unserem Auto in die Parkgarage, bevor es weitergeht zur Filiale von Sun Life Organics. Der ganze Bereich hier nennt sich USC Village. Frei übersetzt: das Dorf der Universität von Südkalifornien. In der Mitte befindet sich ein schön angelegter Platz und Park mit Cafés, Wasserspielen und bequemen Sitzmöglichkeiten. Die Filiale von Sun Life Organics. Die Kette ist bekannt für die gesunden Superfood-Shakes und Smoothies. Gegründet wurde die Kette von Khalil Rafati. Mit 33 Jahren war er unterstandslos, abgemagert und drogensüchtig. Aber er änderte sein Leben, reiste durch Indien, Indonesien und Mittelamerika. Dort lernte er mit Hilfe von Gurus viel über die gesunde Ernährung. Er kehrte zurück nach Amerika, fand einen Geschäftspartner und gründete die erste Filiale von Sun Life Organics in Malibu. Heute ist er ein reicher Mann, was bei den Preisen seiner Produkte aber auch nicht verwundert. Wir nutzen jetzt aber die bequemen Sitzmöglichkeiten im Park von USC Village und genießen die Produkte von Sun Life Organics. Darf ich auch kosten? Mhm. Also war gut. Ja, hallo, war teuer.
im nächsten Parkhaus auf dem Weg zu Victoria's Secret and Pink. Siebter Stock, weil alles andere ist besetzt. In der South Figueroa Street in Downtown Los Angeles gibt es eine Filiale von Victoria's Secret and Pink. Natürlich ist es Pflicht, dieser Filiale einen Besuch abzustatten. In den meisten Parkgaragen von LA sind eigentlich alle Parkplätze reserviert und gemietet. Nur das oberste Parkdeck ist für Kurzbesucher frei. California Kitchen. Schau, ich glaube irgendwo da links muss das sein. Ich weiß nicht, ob oben oder unten. Leider ist wie immer das Filmen in den Victoria's Secret Filialen verboten. Also können wir nicht viel darüber berichten. Jedenfalls geht es danach weiter zum Santa Monica Beach und Venice Beach.